Du stehst vor der Entscheidung, welche E-Bikes-Antriebsart für dich die richtige ist. Egal, ob du vor dem Kauf eines neuen Marken-E-Bikes stehst oder dein aktuelles Fahrrad zum E-Bike selber umrüsten willst, in diesem Video wirst du alle notwendigen Informationen bekommen zu den verschiedenen Antriebsarten und am Ende werde ich dir noch sagen, welche für dich am geeignetsten ist. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Video auf unserem Kanal. In den letzten Jahren haben sich zwei Antriebsarten auf dem E-Bike-Markt etabliert. Zum einen der Hub-Motor und zum anderen der Mittelmotor. Wir starten jetzt mit dem Hub-Motor, der auch Nabenmotor genannt wird. Beim Hub-Motor ist der Motor in der Radnabe integriert. So überträgt er seine Kraft direkt und verlustfrei aufs Laufrad. Der Motor kann im Vorder- oder Hinterrad verbaut werden. Durch die einfache Bauweise sind die Herstellungskosten sehr gering. Daher gibt es schon Laufräder je nach Leistung ab 100 Euro. Ein weiterer Vorteil ist, dass es für nahezu jede Laufradgröße und Art es einen Hub-Motor gibt. So gibt es für Rennräder, aber auch für Fatbikes Hub-Motoren. Außerdem ist der Einbau extrem einfach. Mit nur ein paar Handgriffen ist das alte Hinterrad draußen und der Hubmotor eingebaut. Wie bereits erwähnt, überträgt der Hubmotor seine Energie direkt auf das Laufrad. Da hier keine weiteren mechanischen Anbauteile verwendet werden, zeichnet er sich durch einen hohen Wirkungsgrad aus. Seit ein paar Jahren werden nur noch Brushless-Motoren verbaut. Die sind nahezu wartungsfrei, da keine Abnutzung innerhalb des Motors stattfindet. Außerdem wird weder die Kette noch das Kettenblatt beansprucht. Einige neuere Hub-Motoren bieten sogar die Funktion der Rekuperation, also das Zurückführen der Energie in den Akku. So kann man beispielsweise bei einer Talfahrt durch den Hub-Motor elektrische Energie erzeugen, ähnlich wie ein Dynamo, und damit den Akku aufladen, anstatt zu bremsen. Leider gibt es auch ein paar Nachteile bei Hub-Motoren. Da der Hub-Motor nicht die Schaltung des Fahrers mitnutzt, läuft er immer mit derselben Übersetzung. Das führt dazu, dass an Bergen der Hub-Motor immer mit voller Energie läuft. Das bewirkt, dass die Reichweite deutlich kleiner wird und sich der Motor erhitzt. Der nächste Nachteil ist gerade für Leute relevant, die ins Gelände wollen. Da der Hubmotor doch recht schwer ist, verlagert sich das Gewicht entweder nach vorne oder nach hinten. Bei einem Heckmotor kann es also gerne mal passieren, wenn man am Berg fährt, dass dann das Vorderrad in die Luft geht. Leider bietet der Innenraum des Hubmotors nicht genügend Platz, um einen Motorcontroller zu verbauen. Deshalb muss irgendwo separat am Fahrrad ein Motorcontroller verbaut werden, an dem dann das Anzeigedisplay, die Bedieneinheit und der Trittsensor angeschlossen werden. Nachdem wir uns gerade eben die Vor- und Nachteile von Hubmotoren angeschaut haben, will ich jetzt noch auf die zwei verschiedenen Einbauvarianten eingehen. Der Einbau als Vorderradmotor gilt generell als einfachster und kostengünstigster Umbau. Hierbei wird das vordere Laufrad durch ein Hubmotorlaufrad ausgetauscht. Durch die frontlastige Gewichtsverteilung verändert sich das Fahrverhalten und bei nassen oder glatten Untergründen kann es dazu kommen, dass das Vorderrad durchdreht. Jedoch kann die Verteilung der Antriebskräfte auf Vorder- und Hinterrad im flachen Land Vorteile bieten. Der Frontmotor ist universell einsetzbar. So kann man ihn sowohl mit Kettenschaltung, aber auch mit Naben- oder Riemenschaltung betreiben. Außerdem ist weiterhin die Nutzung der Rücktrittbremse möglich. Die zweite Einbauvariante ist der Heckantrieb. Hierbei wird das hintere Laufrad des Fahrrads entnommen und der Hubmotor eingebaut. Die Variante ist allerdings ein bisschen schwieriger, da hier auch die Kassette gewechselt werden muss. Aufgrund der Breite des Motors ist die Anzahl an Gänge für eine Nabenschaltung, aber auch für eine Kassettenschaltung limitiert. Um das Gewicht des Heckmotors auszugleichen, empfiehlt es sich, den Akku in der Mitte des Rahmendreiecks zu befestigen. Nun zur zweiten Antriebsart, dem Mid-Drive-Motor, manchmal auch Mittelmotor oder Tretlagermotor genannt. Der Mid-Drive-Motor erfreut sich gerade bei Markenherstellern immer größere Beliebtheit. So wurden 2015 noch knapp 50% aller E-Bikes mit Mittelmotor ausgestattet, so sind es heute schon deutlich über 80 und die Tendenz ist weiterhin steigend. Beim Mid-Drive-Motor ist der Motor im Tretlager integriert und überträgt seine Kraft so über Kette und Ritzel aufs hintere Rad. Für den Einsatz von Mittelmotoren werden spezielle Fahrradrahmen gefertigt, die die genormte Befestigung bieten. Aber auch auf dem Nachrüstmarkt gibt es Modelle, die in einen Standardrahmen montiert werden können. Hierfür muss das Tretlager, die Kettenblätter, aber auch die Kurbeln demontiert werden. Das ist für einen erfahrenen Fahrradschrauber sicher kein Problem, aber sollte beim Kauf dennoch bedacht werden. Machen wir jetzt einen kurzen Checkup der Pros und Cons von Mittelmotoren. Da der Motor im Tretlagerbereich befestigt ist, behält das Fahrrad sein gewohntes Balancegefühl und lässt sich auch im Gelände gut fahren. Durch den im Mittelmotor integrierten Controller behält das Fahrrad seine saubere Optik und schützt die Komponenten vor Wettereinflüssen. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass der Motor die Kette und somit auch die Schaltung nutzt. Dadurch kann der Motor ohne große Hitzeentwicklung auch steile Berge hochfahren. Das bringt aber auch seinen größten Nachteil mit sich. Dadurch, dass der Motor so viel Kraft hat, nutzen sich Kassette, Kette und Schaltwerk viel schneller ab. Um Kassette und Schaltwerk zu schonen, empfehle ich einen rechtzeitigen Kettenwechsel, bevor die verschlissene Kette noch andere Antriebsteile abnutzt. Ein weiterer Nachteil ist, dass beim Fahren mit leerem Akku ein deutlicher Widerstand spürbar ist. Das liegt daran, dass das Tretlager nicht vom Motorgetriebe entkoppelt ist. Da beim Mittelmotor das vordere Kettenblatt integriert ist, ist vorne keine Zwei- oder Dreifachschaltung möglich und die Übersetzungsvielfalt ist eingeschränkt. Obwohl die Anschaffungskosten ähnlich wie beim Hubmotor sind,
fällt beim Mittelmotor alle 2 Jahre einen Motorservice an. Der kostet rund 100 Euro. Lass uns jetzt abschließend aber noch klären, welche Antriebsart für dich die richtige ist. Wie du gesehen hast, hat jeder E-Bike-Antrieb individuelle Vor- und Nachteile. Basierend auf deinem Verwendungszweck würde ich mich wie folgt entscheiden. Solltest du dein E-Bike in einer flachen Gegend und in der Stadt verwenden, um zum Beispiel zur Arbeit zu pendeln, so ist ein zuverlässiger und wartungsarmer Hubmotor, bevorzugsweise ein Heckantrieb, die beste Wahl für dich. Wenn du aber auch mal große Touren unternehmen willst und ins Gelände fährst, dann wirst du mit dem tiefen Schwerpunkt und der ausbalancierten Gewichtsverteilung des Mittelmotors am besten zurechtkommen. Das war's wieder mal. Ich hoffe, die Übersicht war informativ für euch. Jetzt könnt ihr doch noch unseren Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben da lassen. Das wird uns wirklich unterstützen. Und ja, entweder ihr schaut euch jetzt noch ein paar andere Videos an oder wir sehen uns nächsten Sonntag um 9 Uhr mit einem neuen Video. Bis dahin, ciao, ciao!